Hey Lana, hast du da drüben ein Problem? Okay, sind das Trickschnüre oder was? Warum kann ich diese verdammten Dinger nicht binden? Wow, das ist ein verrückter Knoten. Wer hat dir denn beigebracht, wie man seine Schuhe bindet? Hoppla, ich sollte meine besser auch binden. Wow, sieh dir diese schicke Fingerarbeit an. Kannst du uns zeigen, wie man das macht, Vicky? Nimm einfach die Schnüre in deine kleinen Finger, dreh sie um Zeiger und Daumen, dann dran ziehen und tada, du bist fertig. Siehst du, das ist die Sache mit Fashion Hacks. Keine Sorge, Lana, wir haben eine ganze Reihe neuer Do-it-yourself-Tricks, die nur auf dich warten. Sieht so aus, als würden wir heute Abend feiern. Und bei Partys ist Spaß und das Plaudern mit deinen Freunden vorprogrammiert. Aber ein wichtiger Ratschlag, nimm keinen Schluck Limonade, bevor deine Freundin ihrem Witz die Pointe verliehen hat. Oh mein Gott, Vicky, es tut mir so leid. Ach, alles in Ordnung, ich werde einfach, ja, mal schnell zur Toilette gehen. Wenn du jemals das Opfer eines peinlichen Verschüttens auf einer Party geworden bist, flipp nicht aus. Denk einfach über den Tellerrand hinaus. Wenn du zufällig eine ähnliche Hose trägst, ziehe einfach deine Schuhe aus und stecke beide Beine in eines der Hosenbeine. Achte darauf, dass du nicht hinfällst. Ziehe nun die Taille ganz nach oben und bedecke deine Brust. Was ist mit dem restlichen Bein, fragst du? Einfach den Arm durchstecken und los geht's. Du rockst einen fabelhaften asymmetrischen Look. Niemand wird sich an dein unglückliches Verschütten erinnern, wenn du diese Nummer anziehst. Wow, bist du da hinten einkaufen gegangen? Oh, du siehst fantastisch aus. Warte mal, war das deine Hose? Ah, es wird unser kleines Geheimnis bleiben. Und jetzt stoßen wir auf glückliche Unfälle an, oder? Prost! Oh, schau dir diese beiden Turteltäubchen an. Hey, ihr wisst wirklich, was ihr tut. Oh, wie romantisch. Hey, es ist okay. Sei einfach vorsichtig. Na, sieht so aus, als würde nichts diese wunderschöne Nacht ruinieren. Selbst Zehen schmerzen nicht. Oh nee, es tut mir so leid. Geht's dir gut? Es tut weh, aber ist schon okay. Keine Sorge. Okay, endlich Zeit für den beeindruckendsten Move dieser Nacht. Lana, dein Kleid! Kevin, wie konntest du nur? Oh Mann, Kevin ist nach heute Abend vielleicht Single. Oh, was soll ich denn nur machen? Dieses Kleid ist völlig ruiniert. Wenn ich nur eine Nadel und einen Faden hier drin finden könnte. Wow, wer hätte gedacht, dass man eine Ukulele in diese kleine Tasche stecken kann? Ich hatte mich schon gefragt, wo ich diesen Schuh gelassen habe. Mensch, wer hat dir denn diese Tasche gegeben? Mary Poppins? Hey, hier ist was, das ich benutzen kann. So seltsam es auch klingen mag, ein Hefter kann hier ganz einfach seinen Zweck erfüllen. Hier drin wird es gleich ziemlich raffiniert. Für einen Riss wie diesen von Lana solltest du die Klammern auf den inneren Saum legen, damit sie nicht auf der Außenseite sichtbar werden. Hefte sie dann einfach den gesamten Saum hinauf, auch wenn er nicht gerissen ist, sodass der Saum nach außen passt. Hey, nicht zu schäbig für eine spontane Lösung, Lana. Denkst du, du bist bereit, der Tanzfläche ein letztes Mal zu trotzen? Ich frag mich, wann Lana rauskommt. Ist sie für ewig da drin? Hey Kevin, willst du tanzen? Würdest du mir bitte verzeihen, dass ich dein Kleid ruiniert habe? Ach, keine große Sache. Tatsächlich mag ich es nun irgendwie mehr. Oh, nichts kann dieses tanzende Paar aufhalten. Okay, ich gehe jetzt besser in den Unterricht. Es ist schon fast 8:30. Diese neuen Jeans sind super cool. Ich wünschte nur, sie wären nicht ganz so lang. Siehst du, was ich meine? Ich frage mich, ob ich es bereuen werde, sie zu tragen. Nee, ich bin sicher, es wird alles gut. Ich frag mich, ob eine meiner Freunde schon einen Tisch gefunden hat. Hey, Vicky, hier drüben! Oh oh, ich hoffe, sie stolpert nicht über diese lange Hose. Oh nee! Oh, das wird sie auf jeden Fall vor der gesamten Schulkantine hinlegen. Oh Mann, ich hoffe, du wolltest diese Pommes nicht. Ja, das wird wehtun. Und boom, Vicky trifft den Boden. Mensch, das war so peinlich. Denkst du, dass das viele Leute gesehen haben? Ja, jetzt wünschst du dir wohl, du hättest die Hose nicht getragen, was? Hey, ich habe eine Idee. Diese Haargummis retten dir den Tag. Roll deine Hosenbeine zu einer riesigen Manschette zusammen. Als nächstes nimmst du eines deiner Haargummis und wickelst es um die Mitte der Manschette, bevor du sie wieder hinunterrollst. Mach weiter und das Gummiband wird dann den Saum auffangen, damit sie sich nicht ganz nach unten rollt. Hey Leute, habt ihr mich vermisst? Nun, ich bin hingefallen. Es ist nicht das Ende der Welt, oder? Ach, ihr seid die besten Freunde aller Zeiten. Danke. Eine weitere Modekrise wurde abgewendet.
Manchmal ist es dringend notwendig, einen Freitagabend damit zu verbringen, ein gutes Buch zu lesen. Ich frage mich, wer das wohl sein könnte. Hey Vicky, bist du bereit zu gehen? Und warum trägst du dein Kostüm noch nicht? Oh ja, die Superheldenparty findet heute Abend statt. Das habe ich ja ganz vergessen. Okay, gib mir 5 Minuten, ich bin gleich wieder da. Mensch, was kann ich in 5 Minuten in ein Superheldenkostüm verwandeln? Oh, das funktioniert nicht. Nee, das auch nicht. Oh, ich glaube, damit kann ich was anfangen. Ach, ich weiß, was ich mache. Wenn du in einer DIY-Kostümproblematik feststeckst, ist dein Computerausdruck dein bester Freund. Hey, ich glaube, ich weiß, was du vorhast, Vicky. Nimm dein Shirt und lege es flach hin. Dann schneide deinen Ausdruck sehr vorsichtig aus. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine weißen Ränder übrig bleiben. Okay. Nimm eine Frischhaltefolie und lege sie über die Stelle, an der du deinen Druck anbringen möchtest. Als nächstes lege den Druck so auf die Oberseite, dass die Rückseite den Kunststoff berührt. Decke nun die Vorderseite des Drucks mit einer weiteren Frischhaltefolie ab. Als nächstes nimm etwas Wachspapier und lege es direkt auf den Ausschnitt. Dann musst du das Ganze mit einem heißen Bügeleisen ein paar Minuten lang bügeln. Achte darauf, dass es in Bewegung bleibt. Lege es nicht einfach nur auf die Oberfläche. Entferne das Wachspapier und boom, hier hast du ein brandneues Superman-Outfit. Schau dir das an. Du siehst super aus, Vicky. Oh Mist, ich brauche noch einen Umhang. Na, das wird reichen. Jungs und Mädels, keine Angst. Die Do-It-Yourself-Kostüm-Queen Vicky ist da. Und sie ist bereit für die Party. Wow, hast du dir das gerade in 5 Minuten ausgedacht? Superhelden, vereinigt euch! Viel Spaß, Leute! Wow, Lana, du siehst heute Nachmittag aber extra schick aus. Du hattest heute ein Date, oder? Hey, ich bin hier drüben! Hey, Mädel, schön, dich zu sehen! Och, und du hast den Welpen mitgebracht und der ist so süß! Och, dein Hund ist echt zu niedlich und sein Hemdchen ist echt bezaubernd. Kann er kommen und Hallo sagen? Hey, kleiner Mann. Oh, du bist so süß. Ja, das bist du. Du bist der süßeste Junge auf der ganzen Welt. Das bist du. Lana, vielleicht möchtest du den Hund mal hinsetzen? Was ist das denn für ein komischer Geruch? Oh, nee, der hat mir tatsächlich aufs Shirt gepinkelt. Oh, das ist eklig. Oh, Lana, es tut mir so leid. Das hat er noch nie zuvor getan, ich schwör's. Lana, du gehst besser auf die Toilette und wäschst das ab, bevor die anderen Gäste anfangen, dich zu riechen. Mann, was mache ich denn jetzt bloß, um das in Ordnung zu bringen? Oh, ich stinke. Na, vielleicht kann ich diesen Schal in was Nützliches verwandeln. Um ein schnelles Shirt aus einem Schal zu machen, binde 2 seiner Enden zu einem Doppelknoten wie diesem zusammen. Dann dreh ihn um und steck deinen Kopf durch das Loch, das du gemacht hast. Verwende nun das zusätzliche Material, um die Vorderseite deines Shirts zu bedecken. Vergiss nicht, den Rest deines Haares herauszuziehen. Wow, Lana, dieses Teil sieht als Shirt-Notlösung besser aus als ein Schal. Na, wo waren wir stehen geblieben? Wow, wie hast du das denn so schnell geschafft? Und wo kann ich so ein Teil herbekommen? Ich schätze, ich kann dich über mein Geheimnis informieren. Irgendwann mal. Ja, sicher, diese Mädels haben die Modehacks einfach aussehen lassen. Aber diese Pannen zeigen, dass es ein paar Mal dauert, bis die Dinge richtig laufen. Wenn du dieses Video nützlich findest, solltest du es unbedingt mit deinen Freunden teilen. Und wie immer, vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.